So, und geschafft. Random siegen. Was heißt random siegen? Ich verstehe das nicht. Ups. Checkpoint. So, Spezialrule. No Sprint Jump. Spezialrule Do No Jump from Purple Wool. Okay. Ein Diamant. Hihihi. Okay. Hä? Das geht ja gar nicht. Oder doch? Das geht ja gar nicht. Ach so, man muss anmachen und ausmachen. Ach so. Aha. Okay. Man muss immer gucken, wohin die Türen aufgehen. Okay. Nein! Mist. Okay. Das macht Spaß. Das macht Spaß auf jeden Fall. Das ist eine coole Idee. Das habe ich bis jetzt noch nirgendwo gesehen. Na gut, das ist meine auch zweite Jump'n'Run Map, aber die meisten Jump'n'Runs Map wie heißt das? Begrenzen sich auf Lava und irgendwelchen anderen Mist. Aber das ist echt cool. Nein. Mann. Na. Das gefällt mir schon mal ein bisschen besser. Und hat nicht so viel Frustpotenzial wie die ganzen diesen Station 5, meine ich. Ich rede schon halb Englisch, halb Russisch. Ach, ich muss ein bisschen davor gehen. Das wird schon. Na. Ich will auch in diesen Fame-Kammer oder was auch immer, wo die ganzen YouTuber etwas geschafft haben. Weil Pizmiti, die sind drauf, aber die haben es nicht geschafft. Also ich meine, die haben ein paar Sachen übersprungen und ich mach's komplett. Ei, ich vergesse immer noch vorzurennen. Am Anfang habe ich am besten, habe ich gut gemacht, aber jetzt irgendwie weiß ich nicht mehr, was los ist. So, und diesmal vorrennen, jawohl. Okay. Super. Nein, ich wollte springen. Das ging schon mal nicht. Man muss immer gucken, wohin die Türen aufgehen, echt. Oh, wow, ich dachte, ich falle runter.
So. Und weiter geht's. Okay. Okay. Ja, meine Hand ist so verschwitzt. Hoi, oi, 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 oi. Und geschafft. Ach, sehr schöne Aussicht. Sehr schön. Und jetzt noch runterfallen. Das wäre noch perfekt. Was ist das denn für eine Station eigentlich? Der will mir doch nicht sagen, dass ich da alles springen muss. Was? Wie? Achso. Jump into the leaders at the opposite building. Hier drauf? Oi. Ist das ein Ernst? Oi. Challenge, try completing his stage without holding. The sneak key optional. Special rules, no sprint jumping, okay. Observe where you should go before attempting. Start there. Ich hab nichts verstanden. Aber, okay. Er soll hier starten. Alles klar. Und dann? Oi. Ich frag mich, wohin ich springen dann soll. Hier drauf oder wie oder was? Oi. Das ist das Ende. Nein! Das war natürlich klar. Ich muss da gucken, wo ich Doppelsprünge machen muss und wo nicht. Also, Doppelsprung, okay. Oh Mann. Doppelsprung. Nein, das war kein Doppelsprung. Das macht natürlich die Sache noch schwieriger, da die ganzen Bilder davor sind. Dass man die ganze Sicht stört. Nein. Oh Mann. Das wird schon. Das schaffe ich schon. Locker. Jawohl. Ah, wieso das denn? Wieso ging das nicht? Verstehe ich nicht. Ma. Boah. Das war ja mal klar. Mein Gott. So ganz vorsichtig. Ich schaff's das schon. Nein, natürlich nicht. Es ist so ruhig irgendwie, keine Musik. Nur ich und eine Galerie mit komischen Skeletten.
Bilder. So. Wieso? 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 Verstehe ich nicht. Oh, ich würde gerne eine Abkürzung nehmen. Aber die gibt es leider nicht. Oder ich glaube zumindest, hier gibt es keine. Ach mein Gott. Dabei fand ich die Leitern gar nicht so schlecht. Aber dieses hier ist, ich glaube, das wird schon ein schweres Stück sein. Mann. Das wird schon. Hauptsache nicht aufgeben. Was, warum? Irgendwie verstehe ich das nicht. Irgendwie geht das und irgendwie nicht. Ich glaube, ich weiß, warum die Map so alt ist und so lange gedauert zu erstellen. Man muss natürlich solche Instanzen machen oder die solche Schwierigkeiten, dass man auch das wirklich bewältigt. Und das muss auch getestet werden. Das heißt, was nicht geschafft wird, muss auch verändert werden. Boah, ist das blöd. Und das dauert natürlich für den Entwickler zu schauen, was geht nicht. Warum nicht? Warum klettert er nicht? Verstehe ich nicht. Muss ich komplett zur Wand gehen oder? Verstehe ich nicht. Ei! Da gehst du durch. Da komme ich stecken. Ich bleibe stecken, wie es aussieht. Und es ist ja nur sowas hier. Mein Gott. Oh, natürlich. Mein Gott, so viel zum Laufen. Also in der nächsten Version ist natürlich viel mit Portalen, wie ich gesehen habe, dass man einfach überall anklicken kann, dass man auf den Startpositionen geht. Aber wäre es einfach nicht solche Sprünge zu bauen, wo man am wenigsten zurücklaufen muss oder sowas? Ist das nicht am sinnvollsten? Ey, Mann. Nein, wieso? 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 Verstehe ich nicht. Oder muss man da springen? Vielleicht muss man da springen. Vielleicht muss man da so springen. Ha. Und ich versuche natürlich an den ganzen Leitern durchzukommen. Das ist natürlich vielleicht eine Verarsche. Vielleicht muss ich springen. Probiere ich mal aus. Das probiere ich aus. Ei Gott. Das ist zum blöd werden. Das ist, ich weiß nicht. Ich kann irgendwie darüber nur lachen, ey. Ich glaube, ich hol mir ein Bier gleich. Und mach eine kleine Pause, weil es ist langsam hier echt anstrengend. Oh Gott. Okay, ich mache mal kurze Pause. Bis später.